Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Grim Tales 11 Crimson Hollow. Und ja, nach dem letzten Part haben wir uns erstmal nicht beruhigt nach dem Schlüssel-Event, sondern starten direkt weiter rein in unser schönes Wimmelbildchen. So, die Sprungfeder habe ich da gesehen. Mensch, ein Skorpion, wir suchen einen Skorpion. Ein Skorpion. Also da ist auf jeden Fall eine Spinne. Da ist das Zahnrad, da ist das die Schere, oder nicht? Da ist dieses Zeichen, was aussieht wie die Welt. Da, genau. So, dann... Ich glaube, dieser... Ist das da oben die Schere? Die Handschellen sind hier, wo sind die Schere? Da. Nee, kann ich nicht anklicken. Vielleicht. Da ist der Skorpion. Ah, okay. Da hat dieser Fischkopf neben diesem Stern da, in der Mitte. Ja. Die Schere ist da. Der Arm ist... Seht ihr? Ich weiß es nicht. Ist eine Hand, ne? Die Schlüssel ist da. Die Schere ist da. Das Ding habe ich auch gesehen, das ist da. Die Ach, das war die vermeintliche Spinne. Die liegt da, oder? Nee. Das ist es nicht. Sah aber so aus. Die Schere, na... Da. Ja. Ja! Gut. Den Schlüssel, den hat er da einfach mal neben der Fackel... eingelagert, falls Logisch. Mal jemand fliehen will, muss, ja. Aus einem Guillotinenraum, einem Folterkistenraum, also hier kommen wir gleich. Ich vermute, da müssen wir noch was mitmachen. Ja, aber da können wir gerade nichts mitmachen, deswegen gehen wir wieder raus. Der Schlüssel bricht wahrscheinlich jetzt ab. Oh wei. Bitte was? Der Geist ist durch einen Zauber hier festgekettet. Ich sollte ihn befreien. Befreie den Geist der Braut, entferne die Ketten, indem du mit dem Regen beginnst, wähle die Schlösser von einem Ende der Kette zum anderen, um sie zu entfernen. Bitte was? Warte. Mit dem obersten musst du beginnen. Was ist mit dem goldenen? Jetzt das... Nein. Sorry. Ja, das. Dann das. Genau. Dann das da unten. Ja? Ja, gut, eine Kette weg. Och, dein Ernst. Du musst drauf achten. Nein, ja. Okay, warte, stopp. Welche? Dann hier ja, oben. Genau die. Die braune Kette. Braune Kette? Dann die grüne jetzt. Jetzt die blaue. Und dann die orange. Genau. So, haben wir befreit. Ja. Entkomme aus dem Raum. Ich glaube, mein Vater hat mir etwas zu sagen. Der Schädeltyp. Ich will aber nicht mit dem Vater reden. The threads of fate connect to the past. I can sense the charm I gave to Dorian. Das spürt der natürlich. Der Tote hat einfach ein Gespür für Talismänner und schwebende Köpfe und. Aha, ein Zeitwirbel, okay. Danke, Papi. Was die nicht alles besitzen. So. Vor allem, wie macht man denn ein Haus mit einem instabilen Zeitwirbel? Also. Okay. Hallo, Stracy. Ja, die haben wir befreit. Wir müssen jetzt damit leben, dass der Geist jetzt hier rumschwirrt. Das kommt mir bekannt vor, ne? Diese Schlösser an diesem Ort sind aber sehr seltsam. So, ich glaube, das ist so das Wahrzeichen der Blacks. Dieser Vogel. Ich finde es gut, dass der auch einfach gegangen ist. Also er sperrt uns ein und dann ist er weg. Was mit dem Schrauben? Da befindet sich etwas in einem Gitter. Ich muss es rausschrauben. Genau. Sehr gut. Blaues Feuer, auch ganz normal. Ah, die geben sich doch nicht mit dem normalen Feuer ab. Das sieht mir nicht nach einem normalen Feuer aus. Das sieht mir nicht nach einem... Ich wollte schon sagen, da brauche ich wohl ein besonderes Wasser, um es zu löschen. Ist ja auch logisch, dass man das dann mit besonderem Wasser löschen muss. Das Spielwort scheint zu... Das sind aber nicht genügend Figuren für einen Damenspiel. Zwinge die weiße Spielfigur in die Ecke, wähle eine deiner schwarzen Figuren und um sie zu bewegen, umstelle die... Weiße Spielfiguren mit dem schwarzen Figuren, sodass sie sich nicht mehr bewegen lässt.
Ich glaube, das ist dann eher dein Spezialgebiet. Ich bestelle die erstmal nach vorne. So, dann bringen wir die mal hinten links in die Ecke. Die schieben wir mal nach vorne, dann hier ran. Nein, die Sau! Jetzt musst du wieder zurück mit den anderen, sonst geht das nicht. Blöde Kuh, ey. Da musst du hier rechts in die Ecke drängen. Oh Gott. So, erstmal das dahin, den dahin. Das so. So, wie machen wir das jetzt? Durchhalten. Das ist auch wieder ein schönes Game. Einfach nur durchhalten. Beruhigt die Gemüter. So, wir müssen die auf jeden Fall in die Ecke drängen. Das heißt, wir... Das hat eigentlich keine schrägen Lücken dazwischen. Das ist eine schräge, ne? Ich weiß es nicht. Hey, läuft die auch... Also, die läuft auch auf allen Dingern. So darf die eigentlich nicht... Also, ich glaube, so kommt die dadurch, aber... Ja, das ist eine Schräge. Warte mal, die kann nur auf den weißen. Nee, die läuft auf allen. Echt? Ich meine schon. Ich glaube, die läuft nur auf weißen. Nee. Nee, die läuft auf allen. Du musst dein Schwarz aus der Ecke rausbekommen. Dann. Ja, keine Ahnung. Wo muss die hin? Dass sie sich gar nicht mehr bewegen lässt. Ja, gut. Alles klar. All Alles wird gut. So. Es muss einen Weg geben. Kann man hier noch irgendwas machen? Das sind dann die Talismänner? Ach nee, okay, das sind einfach nur irgendwelche Tassen. Gut. Die Eule können wir nicht anklicken. Die Kiste ist mit einem Mond verschlossen. Tja, ist dann wohl Mondfenster, das war. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, nur noch mit der Kiste. Da können wir nicht mehr ran. Was haben wir denn jetzt alles bekommen? Haben wir irgendwelche Aussparungen, die... Hier ist das letzte Amulett. Bitte, was ist das? Das Artefakt der Zeit kann seinen Besitzer in die Vergangenheit versetzen, selbst wenn der Ort durch Magie beschützt ist. Und da fehlt jetzt ein Kern. Und den müssen wir jetzt suchen, oder was? So, wir haben jetzt diese drei Teile. Eins haben wir noch da. Lass die auch mal die Flasche nicht... Ich brauche die richtige Form. Sind die da? Ja, okay. Keine Ahnung. Das heißt eine richtige Form.
Ah, das erklärt's. Okay. Was ist das? Ist das ein Grab? Okay, das ist eine Tasche, die machen wir erstmal auf. Können wir nicht aufmachen. Einige Blumen fehlen. Ah ja. Ich brauche auch mal Blumen, um meine Taschen zu öffnen. Das ist ganz normal. Können wir einfach mit dem Feuerzeug anzünden? Nö, geht natürlich nicht. Okay, dann denke ich mal, müssen wir... Was haben wir da eigentlich für eine Zange? Denke ich mal, müssen wir in die Zeit reisen. Ich glaube, mein Vater hat mir was zu sagen. Ja, Papa, du bist tot. Also dieses Grimtails Elf ist sehr von roten Blumen besät. Ja, aber wir haben jetzt schon mal welche. Hier ist kein Zeitwirbel, oder? Ne, hier ist kein Zeitwirbel. Ich denke, jetzt müssen wir auf einen Raum warten, der einen Zeitwirbel hat. Weil wir haben doch eine Zange. Kann man damit nicht durch das Feuer greifen? Ich meine, vermutlich nicht, aber... Dann kann. Ist aber auch so düdel. Kann man, warte mal, haben wir hier noch irgendwas drin? Kommt man hier noch an irgendwas dran? Hier ist gar nichts mehr drin. Offensichtlich nicht. Hier ist der Halbmond, den können wir mal nicht gebrauchen. Das Mosaikteil haben wir auch nicht. Können wir das mit irgendwas aufmachen? Mit dem Ding. Wir brauchen ja die Blumen. Die Blumen, die interessieren mich nicht. Kann man hier nochmal raus? Aha. Alter, Typ, hatten wir denn hier noch irgendwas? Haben wir hier noch irgendwas, was wir benutzen können? Hier können wir auch nichts mehr anklicken. Dann gehen wir wieder rein. Da gibt es nichts außer diese Truhe. Die Truhe können wir aufmachen. Das können wir... Ist hier sonst nichts mehr. Versuch mal mit der Zange. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert. Nee. Kann man hier noch irgendwas anklicken? Das sieht auch so ungewöhnlich aus. Ist hier auch gar nichts mehr. Da haben wir auch nichts mehr. Ich guck mal hier nochmal komplett das ganze Bild ab. Nö. Müssen wir theoretisch... Aber hier ist kein Zeitwirbel. Ist hier ein Zeitwirbel? Ach, hier ist ein Zeitwirbel. Ah, natürlich! Man muss erstmal den Raum wechseln, um in die Zeit zu reisen. Weil das, ja, das ist ja ein Zeitwirbel. Weil die Wand ja zu krass ist. Ich befinde mich in der Vergangenheit und es gibt hier Geister? Geister? Das ist ein Ausruf, keine Frage gewesen. Ah, okay, da können wir Blumen einsetzen. Na, wenigstens etwas. Nagel. Gut. Ach, wie süß. Ich hoffe, den Hunden passiert nichts. Dann gehen wir da drauf. Ich gehe erstmal noch hier mal gucken. Ah, das Zahnrad, was wir haben. Ich denke, das können wir da... Das Zahnrädchen. Ja. Ne, okay. Kann man ja nicht gebrauchen, das ist eine Spinne. Wo sind die Uhrzeiger abgeblieben? Sind die blauen Dinger, die wir da haben? Oder das blaue Ding Uhrzeiger? Uhrzeiger. Ja. Okay. Okay. Dann gehen wir auf die Hunde. Das ist die Aufziehballerina. Also der... Also der will... Der will einen Keks. Der will einen Knochen, der will eine Wurst. Das... Ist da nicht ein Knochen? Nee. Das ist nur für Tiger, oder? Ja. Okay. Okay. Also dann brauchen wir jetzt einen Keks. Sehr süß. Und eine Wurst. Das... Was haben wir hier? Was ist... ja, Nagel. Genau. Ja, nein, genau. Ich hab einige gesagt, ja, Nagel, genau. Einige Kacheln scheinen zu fehlen. Ach, dann nee. Kachel dir auch welche. Das ist nicht lustig, ich habe auch nicht gelacht. Gibt's hier noch irgendwas? Kann man hier in den nächsten Raum? Nö. Das sind nur die Kacheln. Okay. Ach, Ballerina kann man doch hier draufsetzen. Ah, und das ist der Aufziehschlüssel.
Jetzt haben wir auch die zweite Rose. Papa, bist du's? Das ist wahrscheinlich unser Großvater, der chillt. Der ist auch einfach irgendwie eingesperrt worden und kommt jetzt hier nicht mehr. Obwohl, mit der Größe müsste eigentlich ein Kinderschädel sein. Ja, das ist aber auch ein Kinderschädel. Garten. Dann ab in den Garten. Oh, Kaninchen. Der Garten sieht aber nicht gerade einladend aus. Ach, ja, du Kaninchen brichst ja auch überall ein. Süß. Die Kaninchen sind süß. Bricht auch überall ein und beschwerst dann, dass es hier nicht schön aussieht, weißt du? Alles klar. Immer diese diebischen Elstern. Ich hasse diese diebischen Elstern. Ich hasse, wenn man Teile findet und dann muss man aber ein, dann hat man erst eins von zwei. Das geht mir dermaßen. Vielleicht finde ich etwas in diesem Kästchen, das ich später noch gebrauchen kann. Ja, was ist? Ja, die habe ich nicht gesehen. Ich brauche etwas, um die Elster aufzuschrecken, sodass sie den Siegeszug fallen lässt. Ja, vielleicht mit der Puppe. Aber das, schau, aber die Puppe ist ja nur aus eins von zwei. Haben. Mit der Greifzange. Vielleicht mit der Taschenlampe? Nein. Auch nicht. Okay. Haben wir schon von irgendwas 2 von 2? Die Tasche ist geschlossen. Wie kann ich es nur öffnen? Ja. Mhm. Lass nochmal, geh nochmal gerade ins Inventar, um uns einen Überblick zu verschaffen, was wir so haben. Was da vielleicht passen könnte. Okay. Nichts. So, gehen wir mal nach unten. Aha. Einmal kräftig abbürsten, bitte. Ich brenne das Ding einfach ab. Da ist das Spiel vorbei. Wir haben vorbei. Keine Bürste, ne? Nee. Wir haben nur Scheiße. Irgendwelche Teile. Was? Diese Pflanzen sind mit Sicherheit nicht normal. Ich brauche etwas Magie, um sie zu... Wieso? Natürlich. Hey, wir haben aber die Puppen komplett. Kann man die nicht gerade irgendwo einsetzen? Ja, hier vorne. Ja, aber das natürlich... Alles in diesem Haus ist nicht normal. Das Feuer ist nicht normal. Das, die Puppen sind... und anstrengend. Einfach nur anstrengend. Die Gartenschere. Ah. Eine Gartenschere, aber damit können wir jetzt die Hecke nicht wegmachen, weil ist ja Magie am Werk. Und wir können ja, man kann auch nicht die Tasche aufschneiden, das geht nicht. Und hier geht es natürlich auch nicht, weil die Blumen fehlen, so, weil das so schön ist. Mal. Ich mache das jetzt einfach. Es geht gar nichts hier. Das sind einfach die krassesten Blumen, die ich je gesehen habe. Können so, wir die Schere denn irgendwo anders? Okay, da können wir sie benutzen. Mit der Gartenschere kümmern wir uns um den Garten. Die armen Pflanzen. Ich meine, das war ja nicht so ein wildes Gewächs wie da hinten. Ein Knochen, da steckt doch einfach so ein Ärger. Ich sollte es reinigen. Alter, die Frau hat einen Reinig. Die reinigt viel zu viel. Ich sollte es ja erstmal aus der Erde rausziehen, bevor ich es reinige, oder? Salon Vergangenheit. Achso, das ist das gleiche Haus. Naja, nur in der damals. Vergangenheit. Deswegen... Reißt du in der Zeit. So, so. Der will den Knochen. Na, wenigstens etwas. Ach, und jetzt haut er ab. Und bringt mir einen Boomerang wieder. Dankeschön. Warum? Mit dem Boomerang hauen wir jetzt da die Elster von dem Ding. Gut. Hoffentlich geht das auch. Ja, klar. Und okay. Natürlich bekommen wir den Boomerang nicht zurück. Weil der Boomerang fliegt natürlich in eine Richtung. Ja, das kannst haben wir natürlich. Du das dann nicht einsetzen? Doch, kann man. Ich wollte nur gucken, ob hier auch irgendwas ist wegen der Elstern. Nee. Die kann auch durch die Zauberpflanzen fliegen. Also. Gut, ich meine, wenn ich Boomerangs werfe, dann kommen die auch nicht zurück. Aber ich kann es halt auch nicht, ne? Aber Miss Grey kann eigentlich alles. Die kommt ja auch überall rein. Aber. Also, die bricht überall rein. Aber wenn es dann mal unter 5 Grad sind, dann kommt die mit der Hand nicht ins Wasser, weil sie Angst hat, einzufrieren. So, was haben wir da jetzt? Pinsel und Farbe. Pinsel. Vielleicht müssen wir damit die Kacheln bemalen oder so. Ich weiß es nicht. Ah! Das ist ganz normal. Das passiert mit meinen Bildern auch immer, weil ich immer so schrecklich male. Vielleicht können wir mit dem Pinsel was sauber machen. Ich meine, glaube ich zwar eigentlich nicht, wenn wir die Farben direkt dazu bekommen, aber ein Versuch ist es wert. Doch, kann man auch. Da bekommen wir ein... Löwenamulett, das 1 von 2. Musst du nicht noch was sauber machen? Ja. Hier. Mensch. Jetzt haben wir endlich mal was wir häufiger benutzen können. Jetzt ist der Pinsel weg, aber natürlich haben wir die Farben noch. Und trotzdem haben wir nur 2 von 3. Haben wir... Was muss da rein? Farben. Die Farben? So... Gut, das Zauberbuch haben wir jetzt immer noch nicht. Was ist da oben? Jetzt haben wir zumindest einen Löwenkopf. Ist hier noch irgendwas drin? Nee.
Wundert mich, dass man mit den Kaninchen nichts machen kann. Farben. Geh mal zu den Kacheln, da brauchst du die bestimmt. Oh. Schade. Wie viele Uhrzeiger haben wir denn? Ich glaube, da haben wir 2 von 3. Wir haben irgendwie alles, aber gar nichts. Ja, so fühlt es sich an. Siehste? Sag ich ja, das ist seltsam, dass man mit den Kaninchen nichts machen kann. Jetzt hast du zumindest eins verscheucht. Wo ist das jetzt hin? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was uns das jetzt gebracht haben soll, aber... Hallo? Hä, das muss doch irgendwie eine Auswirkung haben. Aber genauso wie beim Bild. Ganz normal. Aber das Bild verschwindet ja nicht einfach. Kann man hier irgendwas machen? Mit Farbe. Ich verstehe das, um ehrlich zu sein, aber auch nicht. Vielleicht sollen wir es anleuchten. Ach so, natürlich. Das habe ich eben 3000 Mal drauf geklickt. Das hat natürlich nicht funktioniert. Gut. Zumindest haben wir jetzt alle Uhrzeiger. Was aber passiert mit den Uhrzeigern? Das sehen wir erst im nächsten Part. Kleiner Cliffhanger am Rande. Bis zum nächsten Mal. Lasst positive Resonanzen da, falls es euch gefallen hat. Und wir sind raus. Tschüss. Tschüss.